Gaming Laptop Test 2020. Wer beim Gaming beweglich bleiben möchte, bei schweißtreibenden Online-Partien oder ruhigen Solo-Sessions, der greift zum Gaming Laptop. Ein guter Gaming Laptop kann nicht nur mit der unschlagbaren Mobilität punkten, sondern auch mit einer mehr als ausreichenden Leistung, um Anwendungen und aktuelle Spiele flüssig auszuführen. Dabei gibt es viele Punkte, die beachtet werden sollten, wenn du langfristig Freude an deinem Gaming-Laptop haben möchtest. Der Prozessor ist der denkende Teil des Laptops und besonders wichtig, damit alle Programme so flüssig wie möglich laufen. In diesem Test haben wir die verglichenen Laptops in zwei Kategorien aufgeteilt. Einmal die Laptops, die mit einem Intel Core i5 Prozessor ausgestattet sind und einmal die, die über einen Intel Core i7 verfügen. Ein i5 Prozessor reicht aus, um Projekte und die meisten Spiele einigermaßen schnell und ohne Verzögerung abzuspielen. Einen i7 Prozessor benötigst du dann, wenn du wirklich auf maximale Leistung angewiesen bist und Spiele auf maximaler Einstellung zocken willst. Auch die Grafikkarte ist einer der wichtigsten Aspekte fürs Gaming. Also solltest du auch bei deinem Gaming-Laptop auf eine möglichst gute setzen. Weitere Punkte, die beim Kauf nicht unwichtig sind, sind der Arbeitsspeicher, der Festplattenspeicher, der Bildschirm und weitere Zusätze, die nicht immer selbstverständlich sind, aber dem ein oder anderen vielleicht besonders wichtig sind, weshalb du dringend darauf achten solltest, bevor du dich für ein Modell entscheidest. Auch die Akkulaufzeit gehört dazu. Alle Gaming-Laptops in diesem Test besitzen das Betriebssystem Windows 10. Intel Core i5. Der erste Laptop ist der Acer Nitro 5 AN515 5259 UC, der für aktuell ca. 337 Euro schon eine anständige Leistung unter der beleuchteten Tastatur bringt. 2,3 GHz und 8 GB Arbeitsspeicher sind gut geeignet für schnelles Arbeiten und gleichzeitig laufende Programme. Streaming und Spiele wirst du auf dem 15 Zoll Bildschirm in guter Qualität abspielen können. Und auch mit der Nvidia GeForce GTX 1060 6 GB kommst du garantiert nicht zu kurz. Nur der Festplattenspeicher könnte mit nur 512 GB SSD ein bisschen mehr sein. Wenn dich das allerdings nicht stört, dann hast du hier einen schönen Laptop mit guter Rechenpower für unter 1000 Euro. Die Preise können mit der Zeit schwanken, daher lohnt es sich, die aktuellen Preise zu checken und keine Schnäppchen zu verpassen. Alle Produktlinks mit den aktuellen Preisen und mehr Infos sind in der Videobeschreibung verlinkt. Genauso ist auch der HP Pavilion Gaming 15 DK1247NG noch für unter dem vierstelligen Bereich zu haben. Mit aktuell 974 Euro bekommst du aber schon ein gutes Stück mehr. Dafür hat die Nvidia GeForce GTX 1650 Ti ordentlich Dampf und ist auch mit den 16 GB Arbeitsspeicher gut ausgestattet. Hinzu kommt noch der Bildschirm, der gute 15,6 Zoll groß ist und 1 TB HDD Festplattenspeicher. Der letzte Gaming-Laptop mit einem Intel Core i5 2,4 GHz Prozessor, der Lenovo Legion Y540, ist ausgestattet mit einer Nvidia GeForce GTX 1660 6 GB, 512 GB SSD Speicher und ebenfalls einem 15,6 Zoll Bildschirm. Zusammen mit den 16 GB Arbeitsspeicher knackt diese Maschine zu Recht die 1000 Euro Marke. Intel Core i7. Als erstes fangen wir in diesem Bereich mit dem Acer Nitro 5 AN517 51764G an. Für ca. 1270 Euro bekommt man hier nicht nur eine Nvidia GeForce RTX 2060 6 GB,
sondern auch 16 GB Arbeitsspeicher und satte 17 Zoll zu dieser Maschine. Der Festplattenspeicher ist leider wieder etwas gering, mit 512 GB SSD. Dieser kann wie bei allen anderen Geräten mit externen Festplatten aufgestockt werden. Unser Video zu externen Festplatten habe ich dir in der Videobeschreibung verlinkt. Als nächstes haben wir den HP Pavilion Gaming 15DK1265NG, der im Test zwar den nötigen Festplattenspeicher aufbringen kann, mit 512 GB SSD und zusätzlichen 1 TB HDD, aber leider mit nur 15,6 Zoll Display, in dem Preissegment etwas klein ist. Für einige könnte das kleine Format aber auch als Vorteil gesehen werden. Zwar ist der Arbeitsspeicher mit 16 GB definitiv genug, aber wünschenswert wäre für mich dann doch ein größeres Display gewesen, um der Nvidia GeForce RTX 2060 6 GB wirklich genug Platz zum Austoben zu geben. Schnell ist der Laptop natürlich trotzdem, den du für ca. 1365 Euro erwerben kannst. Der MSI GL75 10 SFR 221 hat ein schön großes 17,3 Zoll Display. Hier wird das Spielerlebnis groß geschrieben. Mit der Nvidia GeForce RTX 2070, die ganze 8 GB bereithält, womit man auch für die Zukunft gewappnet ist. Der 2,6 GHz Prozessor und 16 GB Arbeitsspeicher ergänzen die schönen 1 TB HDD und 512 GB SSD zusätzlich. Der Preis für diesen Laptop ist schon höher angesetzt, mit ca. 1720 Euro. Bei einigen Laptops gibt es öfter mal Rabatte, deshalb kann ich nicht genug betonen, immer die aktuellen Preise zu checken. Die Links dazu gibt's wie gesagt in der Videobeschreibung. Wenn du auf der Suche nach 100% purer Leistung bist, dann kommen wir dem Ganzen nun schon näher. Preislich sind wir mittlerweile bei ungefähr 2380 Euro. Das macht sich auch deutlich in der Leistung bemerkbar, denn im Inneren läuft die Nvidia GeForce RTX 2070 8 GB, mit der du dir bei keinem Spiel, egal ob heute oder in einem Jahr, Sorgen machen müsstest. Alle Spiele können hiermit auf den maximalen Einstellungen super flüssig laufen. Die 512 GB SSD sowie 1 TB HDD Festplattenspeicher runden das Ganze zu einem stabilen Modell ab, das zwar auf 15,6 Zoll ansehnliche Bilder zaubert, aber auf einem größeren Bildschirm auch noch gut ausgesehen hätte. Bei der wirklichen Spitzenklasse sind wir mit dem Omen 17 CB0006NG endlich angekommen. Ebenfalls 2,6 GHz i7 Prozessor und schöne 16 GB Arbeitsspeicher lassen keinen Ruckler bei jedem Lieblingsspiel zu. Wie beim vorherigen Laptop ist auch hier die Nvidia GeForce RTX 2070 8 GB eingebaut, die sich mit dem 17,3 Zoll Bildschirm sehr wohl fühlt und ihr Potenzial hier auch nicht verschwendet. Die aktuell 2500 Euro machen sich bezahlt, denn auf die 1 TB HDD und 512 GB SSD Festplatte passen alle deine notwendigen Programme und Dateien, die du butterweich ausführen kannst. Schwächen gibt es im Bereich Lüftung. Hier wird zwar nichts zu heiß oder ist ohrenbetäubend laut, aber wir haben auch schon leisere und weniger hochfrequente Lüfter gehabt. Alles in allem ist dies aber ein für Gaming super geeigneter Laptop, wenn dir die aufdrehenden Lüfter nicht zu viel ausmachen. Als letzter und mit zum Zeitpunkt des Videos für 2534 Euro der teuerste Laptop auf dieser Liste ist der Omen 17 CB1087NG, eine wahre Bestie. Der Intel Core i7 10750H Prozessor, der in über 2,6 GHz läuft, ist im Test ohne Zweifel und zu Recht ganz oben dabei.
Genauso wie der Omen 17CB0006NG steckt in diesem Gerät ein Festplattenspeicher von 1 Terabyte HDD und 512 GB SSD. Damit lässt sich einiges abspeichern, ohne dass man direkt nervige Mitteilungen von einem zu vollen Speicher hat. Ebenfalls ist hier ein Bildschirm mit 17,3 Zoll verbaut. Dazu kriegt man eine Nvidia GeForce RTX 2080 8 GB, die definitiv einige Jahre ausreicht, um die neuesten Spiele mit der besten Grafik angenehm spielen zu können. Die 32 GB Arbeitsspeicher sind auch super gut für all die Programme mit hohem Arbeitsspeicherbedarf. Dazu gehören zum Beispiel Bildbearbeitungsprogramme oder Schnittprogramme für YouTube-Videos. Man zahlt hier also quasi für doppelt so viel Arbeitsspeicher wie beim Modell davor und ist somit perfekt für die Zukunft gerüstet. Zusammengefasst steckt hier eine extrem gute Rechenpower, die sich nicht verstecken braucht. Welcher Gaming-Laptop soll es nun werden? Lass es uns in der Kommentarsektion wissen. Zum Schluss lässt sich sagen, wenn du ein Sparfuchs bist, der gerne einen stabilen Gaming-Laptop kaufen möchte, aber nicht zu weit in die Tasche greifen will, oder der sich damit zufrieden gibt, dass die Leistung für heute ausreicht, aber in absehbarer Zeit nicht mehr aktuell sein wird, dem empfehlen wir den Acer Nitro 5 AN515 5259 UC für aktuell ca. 940 Euro. Dieses Gerät hat zwar keinen übermäßig großen Festplattenspeicher, aber alles andere wird hier durchaus bedient und du kannst für einen fairen Preis ohne Sorgen zuschlagen. Wenn du wirklich an der Spitze stehen willst und das nötige Kleingeld hast, dann empfehlen wir dir den Omen 17CB000GNG. Genug Festplattenspeicher, ein vernünftiger Bildschirm und eine Rechenleistung, die richtig Druck macht. Kein unnötiger Schnickschnack, bloß pure Leistung auf den Punkt gebracht. Und auch in Zukunft ausreichend für allerlei Spielereien. Falls du nach High-End im Gaming-Laptop-Bereich gesucht hast, dann bist du hiermit fündig geworden. Alle anderen Laptops, die wir dir hier vorgestellt haben, sind natürlich auch eine Überlegung wert. Das Video soll dir eine grobe Übersicht über die aktuell besten Laptops fürs Gaming geben. Detaillierte Infos und die aktuellen Preise findest du natürlich wie immer, wenn du den Links in der Videobeschreibung folgst. Checke deine Lieblingsmodelle jetzt mal ab und sag uns, was du von ihnen hältst. Hat dir das Video gefallen? Dann teile es jetzt mit deinen Freunden und lasse ein Like da. Somit zeigst du dem YouTube-Algorithmus, dass dir das Video weiterhelfen konnte, wodurch das Video an mehr Leute empfohlen wird. Und lasse natürlich auch ein kostenloses Abo da, wenn du es noch nicht gemacht hast. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald!